Nachdem wir ja heute schon die Ehre hatten, den Oberbürgermeister Jürgen Partsch bei uns auf der Smart Plaza zu haben, freuen wir uns jetzt auf einen weiteren Beitrag der Digitalstadt Darmstadt. Und zwar diesmal so im Tandem aus Stadtvertreter und technischem Umsetzer. Und zwar geht es um die Themen Umwelt und Mobilität. Und dazu hören wir jetzt José David da Torres Suarez, Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH. Außerdem Jens Mühner, Executive Consultant Innovation and Technology Management der T-Systems International GmbH. Und ich hoffe, Sie sind uns zugeschaltet. Hallöchen. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich glaube, wir können gleich loslegen, David, ne? Genau, wir können gern beginnen, ja. Ich weiß nicht, ob wir sehen, wer noch dabei ist, aber ich denke mal von unserer Seite herzlich willkommen zu einem hochaktuellen Thema Umwelt und Mobilität. Wir haben es an der einen oder anderen Stelle heute und zum Teil ja gestern auch schon mal gehört. Ja, aber ich denke, Darmstadt hat was zu bieten, nämlich Erfahrung an dem Thema. Und das nicht zu knapp an verschiedenen Projekten, einige davon auch unter unserer Beteiligung, was mich sehr freut, mit einer Geschichte aus der Digitalstadt-Historie heraus, auch dem Digitalstadt-Wettbewerb des Bitkom. Ja, ich denke, David, vielleicht magst du mal ganz kurz einen Überblick geben, wie sich das Ganze eigentlich entwickelt hat und wie die Themen Umwelt und Mobilität in Darmstadt platziert sind. Ihr habt es ja an verschiedenen Stellen auch strategisch verankert. Ja, Jens, sehr gerne, genau. Also wir als Digitalstadt Darmstadt sind gegründet worden 2017 als zentrale Steuerungseinheit für das Thema Smart City. Und das Besondere in Darmstadt ist im Endeffekt, dass wir 14 Handlungsfelder haben, also sehr breit aufgestellt sind. Aber insbesondere Mobilität und Umwelt sind Schlüsselfelder für uns, sind für uns nicht nur im Kontext Smart City, sondern auch im Kontext der Allgemeinstadtentwicklung. Für diejenigen, die vorher schon bei dem Panel dabei waren, die haben es auch ein Stück weit rausgehört, dass Mobilität natürlich eine der großen Herausforderungen der Stadtentwicklung ist. Aber das war für uns eben schon immer ein sehr wichtiges Thema. Was wir bei der Digitalisierung gemacht haben, und wir haben bewusst gesagt, dass wir Mobilität und Umwelt verbinden miteinander. Und die Frage, die auch dieser Titel war sozusagen, ist Mobilität und Umwelt vereinbar? Die können wir ganz klar in Darmstadt mit Ja beantworten, weil wir sie in vielen Bereichen gemeinsam denken. Wenn wir den Bereich Mobilität betrachten, ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Smart City die Verkehrsflusssteuerung und die Verkehrsflusserfassung, an der wir sehr, sehr intensiv in Darmstadt arbeiten. Seit Jahren schon erfassen wir über nicht personenbezogene Kamerasysteme den Verkehrsfluss in Darmstadt sekundengenau. Das an den Hauptverkehrsadern mit sehr, sehr vielen Kameras, nicht nur normale Kameras, sondern auch Infrarotbilder, die dann zur Erkennung genutzt werden, aber auch zum Beispiel mit Schleifen im Boden, wo wir auch die Fahrzeuge erkennen können. Mittlerweile, wir können unterscheiden PKWs, LKWs, Fahrräder, Motorräder und mittlerweile sogar auch, ob es sich um ein SUV handelt oder nicht. Das ist auch möglich dabei. Das ist so ein sehr wichtiger Aspekt im Bereich Mobilität. Natürlich reden wir auch von den Mobilitätsketten, wir reden von Smart Parking, aber wo wir Umwelt und Mobilität in Verbindung bringen wollen, und jetzt kommen wir zum Pendant Umwelt, wo wir auch mit T-Systems Telekom sehr eng zusammengearbeitet haben und arbeiten, das ist die Herausforderung der Luftqualitätsmessung. Wir haben in Darmstadt als eine der wenigen Städte, ich nenne es mal immer partielle Dieselfahrverbote an der Hügelstraße, wo eben Dieselfahrzeuge bestimmter Kategorien nicht mehr entlangfahren dürfen. Und wir haben in Darmstadt dort nochmal verstärkt angefangen, im gesamten Stadtgebiet über Umweltsensorstationen die Luftqualität zu messen, wo wir auch im 15-Minuten-Takt, teilweise auch in der geringeren Taktung, die Umweltwerte erhalten. Es sind eigentlich alle relevanten Indizes dabei, also von CO2 über NOx etc., Stickstoffe vor allen Dingen, die wichtig sind, Ozonwerte, die wir erfassen können. Wir werten diese Daten aus sehr genau, stellen sie auch der Öffentlichkeit bereit. Wir haben Datenplattformen, auf der jeder das einsehen kann, den 24-Stunden-Verlauf. Und woran wir jetzt arbeiten, so als Verbindung und was eben auch diesen Mehrwert dann noch ausspielt, wir nutzen die Umweltwerte, um sie mit der Verkehrssteuerung zu verbinden, zu einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung. Das heißt, wir arbeiten daran, das Projekt heißt Danalytics, das wird jetzt Ende des Jahres produktiv gehen. Auf Basis der Umweltwerte steuern wir den Verkehr, erzeugen Rückstaus, lenken den Verkehr um abhängig von Grenzwertbelastung etc. in Darmstadt den Verkehrsfluss optimal zu leiten.
Und natürlich haben wir auch andere Verkehrsmaßnahmen, Tempo 30, generell Fahrradstrecken, die wir ausbauen. Da messen wir natürlich auch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen auf die Luftqualität. Das ist ganz wichtig. Und hier ist, wie gesagt, die beiden Themen in der umweltsensitiven Verkehrssteuerung verbinden Mobilität und Umwelt bei uns sehr stark. Da ist Darmstadt, muss man sagen, wieder mal Vorreiter meines Erachtens nach. Das ganze Thema der umweltsensitiven Verkehrssteuerung diskutieren wir auch an verschiedenen Stellen, also so beispielsweise ja auch im Digitalgipfel, wo das Thema Nachhaltigkeit im vergangenen Jahr Schwerpunktthema war. Und wir haben dort in der Plattform 1 digitale Netze und Mobilität, insbesondere über die Notwendigkeit des Ausbringens von flächendeckenden Sensornetzen gesprochen und nicht zuletzt ja initiiert oder impulsgebend war an der Stelle ja Darmstadt, weil wir dort diese Erfahrungen gesammelt haben, pilotieren konnten und ja auch in Echtbetrieb mit dem Sensornetz der Deutschen Telekom dort sind. Und ich denke, da haben wir ein Thema, was nicht nur eine höchste Anwendungsrelevanz hat, sondern auch jetzt davor steht, sich zu verbreiten. Ist denn das aus deiner Sicht oder aus Darmstadts Sicht ein Thema, was durch seine Komplexität besonders teuer, besonders aufwendig ist? Ist das abschreckend für andere oder wie sind eure Erfahrungen dort? Es ist die Frage natürlich, wie viel ist es mir wert und wie ist eine Kommune aufgestellt, aber es ist nicht teuer. Es muss auch nicht teuer sein. Vor allen Dingen, wenn wir von Umweltsensoren sprechen, die Luftqualität messen, ist das aus meiner Sicht im Verhältnis zu dem, was man auch gewinnt, nicht teuer. Das kann man nicht sagen. Man muss natürlich darauf achten bei den Sensoren, dass man eine gewisse Güte hat auch dahinter. Also man kann jetzt nicht wirklich privat, im Raum kennt man das vielleicht, Sensoren einsetzen, die man irgendwie im Wohnraum hinstellt, die weniger Euros kosten. Das ist es nicht. Vor allen Dingen je nachdem, welche Güte ich haben will, auch Richtung Zertifizierung, muss ich schon Geld in die Hand nehmen. Wenn ich das aber vergleiche, und das haben wir auch in vielen Metropolen und Städten, ich sage jetzt mal Sensorstationen, Häuser, die teilweise ja von amtlicher Stelle genutzt werden, hauptamtlich in Darmstadt zum Beispiel vom HLNUG, ne, die Hessische Landesbehörde für Naturschutz und Geologie, dann sind das Bruchteile dieser Kosten. Solche Stationen, Passivsammler, gehen teilweise in die Hunderttausende. Das haben wir nicht, ganz klar. Also ich halte es schon für wirtschaftlich vertretbar. Es gibt natürlich auch viele Fördermöglichkeiten in dem Rahmen. Und wenn man sieht, was der Zugewinn ist an Lebensqualität durch eine Luftqualitätsmessung, halte ich das definitiv für vertretbar. Also wir in Darmstadt sind jetzt auch keine reiche Kommune, zumindest nicht finanziell, in vielen Dingen auch. Und es war für uns möglich, auch nachhaltig das zu betreiben. Ja. Ihr habt es ja, habt die Daten ja integriert und integriert sie auch weiter in die Datenplattform. Das ist ja eben auch angesprochen. Ein Erfahrungswert ist ja in dem Zusammenhang sicherlich die verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Bereichen, die bisher gar nicht so viel miteinander zu tun haben, zusammenzubringen. Also auf der einen Seite technisch, auf der anderen Seite anwendungsseitig, also die Umweltkollegen und die Verkehrskollegen. Hat das funktioniert? Gab es da bestimmte Hürden, die man bei solch einem Projekt bedenken sollte? Man darf die technische Seite nicht unterschätzen. Das ist ganz wichtig. Und man muss vor allen Dingen die Fachkollegen so zusammenbringen, dass am Ende die Technik auch gut genutzt werden kann. Wir haben natürlich in Darmstadt die Situation, dass wir seit vielen Jahren da eigentlich sehr aktive Kollegen haben, die auch den Sinn verstehen und auch dahinter stehen und auch teilweise, wenn wir jetzt von Verkehrsleitrechner reden, da auch mit involviert sind. Aber es braucht trotzdem, und das sollte nicht bedeuten, dass die Kollegen damit stark beschäftigt sein müssen. Es braucht diejenigen, die sich um die Implementierung kümmern und die auch eben aus diesen fachlichen Wünschen die technischen Wünsche ableiten und es auch dann mit Dienstleistern etc. wie T-Systems und anderen auch umsetzen. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, vielleicht ist in Darmstadt die Besonderheit etwas da, dass einfach eine Affinität gegeben ist und auch jeder dahinter steht, gerade in diesen Bereichen auch Umwelt und Mobilität. Aber ich würde es nicht unterschätzen, weil auch gerade sowas wie Plattformen, Daten überhaupt, Massendaten zu managen, auch für Städte komplett neue Kompetenzen sind, die man erstmal entwickeln muss. Und da merken wir auch so langsam, dass da so ein Balance-Rollen kommt, der immer größer wird, was ja schön ist. Aber auch da müssen die Kompetenzen dann mitziehen. Ja. Ich habe Darmstadt ja so erlebt, dass ihr da auch sehr offen seid, was den Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen angeht. Ich vermute mal, dass ihr zu dem Thema sicherlich auch in Zukunft offen sein werdet. Ja. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir hatten ja gesagt, wir würden ganz gerne Fragen auch ermöglichen. Sind Fragen schon aufgekommen, auf die wir eingehen könnten?
Regie sagt noch nicht. Ah, Regie sagt noch nicht. Okay, vielleicht kommt es ja noch. Aber dann gibt uns das ein bisschen Zeit, David, ja vielleicht nochmal einen Ausblick zu wagen, was dann noch kommen könnte. Denn du hast ja gesagt, Analytics geht Ende des Jahres live. Das Sensornetzwerk steht, die Datenplattform steht. Aber das ist ja noch nicht Ende der Fahnenstange zu diesem Thema. Nicht? Da ist ja, steckt ja noch einiges drin. Künstliche Intelligenz oder Themen der Vorhersage, noch mehr Daten zu berücksichtigen. Wie ist eure Perspektive darauf? Ja, du hast schon einen guten Punkt angesprochen. Die Datenplattform, die wir in Darmstadt haben und die wir weiter ausbauen, wird um immer mehr Themenbereiche erweitert. Die kann man auch gerne aufrufen im Internet, datenplattform.darmstadt.de. Da kann man auch schon mal so sehen, was für Daten da sind. Das ist aber auch nur das, was nach außen dargestellt wird, in die Optik. Wichtig ist dabei, dass wir immer mehr Daten erweitern wollen und zum Beispiel auch darüber nachdenken, die haben ja nicht nur Auswirkungen auf die Mobilität und Luftqualität untereinander, weil Autos fahren, sondern auch durch Feste, die stattfinden. Ich denke jetzt mal an die Zeit nach Corona. Wir haben Aktivitäten, zum Beispiel auch wetterbedingt Starkregenereignisse, die auch wieder Einflüsse haben. Wir haben auch Daten zum Beispiel über das Abfallaufkommen in Darmstadt. Und woran wir jetzt arbeiten, ist sukzessive unsere Datenplattform dort zu erweitern und diese Daten auch zusammenzubringen. Also das, was wir im Bereich Mobilität machen mit Umweltdaten, auch die Abfallinformationen zu berücksichtigen, Korrelation zu erkennen. Wie wirkt sich zum Beispiel auch ganz trivial Müllfahrzeuge aus, die durch die Straßen fahren, die Entsorgungsfahrzeuge, auf den Verkehr aus? Können wir da punktuell optimieren? Wie wirkt sich zum Beispiel auch der ÖPNV aus? Gibt es da nochmal, ich nenne es jetzt mal Schalthandlungen, die optimiert werden können? Also das ist ganz wichtig, dass wir eigentlich auf dem, was wir jetzt haben, aufsetzen, mehr zusammenbringen. Und bei den Daten, auch von denen wir da sprechen, geht es ohne KI nicht mehr. Also KI ist mittlerweile für uns eins der großen Themen. Und die andere große Stoßrichtung, an der wir jetzt auch arbeiten, und auch dieses Jahr verabschiedet, ist unsere Open-Data-Strategie. Das heißt, auch diese Daten in gewisser Weise offen bereitzustellen. Weil wichtig ist auch, diese Daten von der Community, Stadtgesellschaft, Interessenten, Expertinnen, Experten zu nutzen. Und das wird nochmal ein großes, großes Thema, dass auch dadurch nochmal ja neue Erkenntnisse entstehen. Ja, aber das ist so ein bisschen der Ausblick. Erfahrung mit Open Data im Mobilitätsbereich habt ihr ja schon recht lange. Ich meine, wann war es? 2008? Habt ihr entsprechende Daten schon bereitgestellt, ne? Im Bereich der Verkehrsflusssteuerung, ja, diese Daten gibt es bereits heute, Rohdaten, sekundengenau. Wir haben aber ja noch viel, viel mehr Daten und das ist eben das, was wir im nächsten Schritt jetzt auch machen möchten, dass wir auch Umweltdaten in gewisser Form bereitstellen etc. Ja, das klingt, denke ich, spannend. Ich kann nur sagen, auch aus unserer Perspektive industrieseitig ist das natürlich ein Thema, an dem wir intensiv am Arbeiten sind. Auch hier zeigt sich schon wieder, dass es ein Thema ist, was ja nicht ein Unternehmen oder auch eine Kommune alleine stemmt, sondern wir haben hier eine Komplexität ja inzwischen erreicht, die dafür sorgt, dass man auch verschiedenste Spezialisten zusammenholt. Ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir in Vorbereitung sind auf entsprechender möglicher Folgeprojekte auf das, was eben angesprochen wurde. Und ich glaube, dass daraus heraus Darmstadt wieder auch in dieser Vorreiterrolle wir erwarten können, dass für andere Kommunen und auch Deutschland insgesamt, vielleicht sogar bis nach Europa gedacht, da ja noch sehr spannende Dinge geschehen können. Die Diskussion findet jedenfalls auf unterschiedlichen Ebenen statt. Und aus meiner Sicht entscheidend auch aus der Erfahrung jetzt aus den gemeinsamen Projekten mit Darmstadt ist, dass man natürlich in die Vielfältigkeit und auch die vielfältigen Möglichkeiten, gerade auch über die verschiedenen Daten und die nicht zuletzt dann der Schritt in die künstliche Intelligenz genutzt werden sollte, aber dann auch immer schön runter abschichten, dass es handhabbar bleibt. Und ich glaube, da können wir gemeinsam sagen, haben wir in Darmstadt ganz gute Erfahrungen gemacht miteinander, die wir hier auf diesem Kanal und dann gehen dann auch später dann zum Erfahrungstausch bereitstellen. Es blinkt hier eine Uhr. Ich frage mal an die Regie, Sie sind durch, ne? Genau, just in time. Ja, das waren Einblicke aus Darmstadt. Vielen herzlichen Dank.